Ja, hallo, willkommen zum fünften SG-Tag-Marathon-Dings da. Ich bin Masti mit viel Kompetenz heute auf einer 24er Isla de la Rosa. Nur auf Gomme. Ja, ich spiele mal auf Gomme, egal. Jedenfalls 24er einmal wegen meiner neuen Maus. Ich komme mit der noch nicht so zurecht, ganz ehrlich. Also nicht wundern, falls ich im Video ein bisschen spiele. Und die andere Sache ist natürlich dieses den Quid jetzt von Patrick, den er jetzt public gemacht hat, sozusagen jetzt ein bisschen zu kommentieren. Also, um mal ganz ehrlich zu sagen, ich wusste es natürlich schon wesentlich länger als ihr und ich denke mal, die meisten von euch konnten sich das ja auch schon mal denken. Weil immerhin hat er ja nichts hochgeladen und ja, irgendwie kam es ja einem dann auch bestimmt komisch rüber. Und es ist jetzt einfach nur öffentlich sozusagen gemacht worden, dass Patrick keine Videos mehr macht. Die Gründe hat er euch genannt, wer es nicht weiß, kann das Video nochmal gerne angucken. Aber ja, aber ich werde weitermachen, also ist überhaupt kein Thema. Es ändert sich an der Situation ja nichts. Nur dass Patrick halt an sich jetzt nicht mehr sag ich mal, auf dem Papier steht sozusagen, ne? Also, der Rest ist, ich habe ja davor auch, sage ich mal, alleine mehr oder weniger im Moment auf dem neuen Kanal hier alles gemacht. Also, gibt es da überhaupt keine Dings und manche haben geschrieben, ja, gibt es jetzt einen neuen Patrick und so weiter. Okay, also ich schüttel mir einen aus dem Ärmel. Das sind alles Sachen, die ich jetzt noch nicht beantworten kann, aber eigentlich ist es schon geil, zu zweiten Kanal zu haben. Aber was soll ich da machen? Es muss ja, wenn schon, eine sehr vertraute Person von mir sein. Und ich werde nicht irgendein Casting machen und dann den Typen einfach die Daten geben und dann so, ja, dann mach mal hier ein bisschen was. Ich meine, sollt ihr das ja auch mitentscheiden? Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Also, soll es einen neuen Patrick geben? Das klingt irgendwie richtig behindert, ne? Ihr müsst dazu wissen, dass ich mit Patrick immer noch einen richtig guten Dings habe, ne? Wir haben früher auch, also das ist jetzt nicht so, als wenn Minecraft unsere Freundschaft irgendwie so verbindet, ne? Also, wir haben trotzdem noch guten Kontakt. Wow, die Healing Potions hätte ich mir auch übrig lassen können. Okay. Da haben wir den Brocken. Nenne ich ihn mal jetzt aus dem Weg geräumt. Und ja, ich bin gerade noch. Ja, ich bin echt kaputt von der Woche und ich muss eigentlich auch vorproduzieren und dann mit einer neuen Maus und. Bäh. Ist halt richtig doof. Und ja, neue Maus. Ich glaube, ich würde die ganz gerne echt zurückbestellen. Und denke ich mal, werde ich auch machen. Okay, er geht einfach auf Kase. Weil man ist seine alte Maus einfach so krass gewöhnt. Ich habe jetzt auch die das Goliathus Speedlings geholt, damit ist es auch viel besser. Aber trotzdem vermisse ich meine alte Fireglider schon. Aber ja, ich weiß nicht. Ist schwierig, ist immer sehr schwierig. Also es war damals bei meiner ganz alten Maus, die ich vor der Fireglider genauso, dass ich gesagt habe, ich komme mit der bestimmt nicht klar und so. Und seitdem liebe ich diese Maus. Hör auf, Mann, hör auf zu einer Scheiße. Wie kann man denn. Mann, wieso spielt man so? Es ist so. Es regt so auf, ne? Okay, komm, ich mach jetzt einen Turn. Komm, was ist das denn? Get out my way. Ja, und das. Nein, Gott, Gott. Ihr merkt auch, das Klicken fällt mir richtig schwer und alles so eine Sachen.
Also es ist schon. Ja, es ist schon. Ja, es ist echt doof, um ehrlich zu sein. Und naja. Naja. Aber ich mache das Beste jetzt erstmal draußen und hoffe, dass ich das Gameplay erstmal ordentlich hinkriege. Zwei Gegner noch. Und dann, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, weil ich jetzt den Marathon nicht zu Ende bringe. Viele haben sich auch beschwert, ja, du bringst nur noch SG und so weiter. Ja, okay, das ist der Sinn von dem Marathon. Ich habe so gesagt, jeden Tag ein Video so, das war der Sinn. Dafür habt ihr auch die Likes gegeben und ich dachte, ich tue euch damit einen Gefallen. Klar, die Mehrheit war, denke ich mal, auch zufrieden mit meiner Dings, dass ich diesen Daily Upload wirklich eingehalten habe. Aber trotzdem gibt es Leute, die sich beschweren, ne? Natürlich jetzt. Okay, Goldapfel rein. Oh mein Gott, Lia Schwert. Oh mein Gott, das Aim. Aber egal. Oh shit. Also ihr habt gesehen, ich habe echt Probleme mit der Maus und der Klickspeed ist auch so richtig. Es geht schon, aber ich krieg im Kämpfen. Ich echt nicht mehr. Ah, es geht schon, aber naja, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich versuche dann übers Wochenende ein bisschen. Trotzdem gefallen. Mir ist die Aufnahme gerade abgestürzt. Zum Glück hat er alles aufgenommen. Also, der letzte Tag. Ich hoffe, euch hat der Marathon gefallen und ja, also ich will nur mal so ganz kurz klarstellen, vielleicht kam das jetzt bei euch so komisch an, dass ich jetzt nicht so traurig klinge über den Quit, sage ich mal, aber für mich war das schon seit Monaten klar, also Patrick und ich wussten das beide, er hat es mir auch schon gesagt gehabt, wir haben es halt nur nicht öffentlich zu euch gesagt, dass er aufhört, ne, ich habe auch, habt ihr auch gesehen, ich habe in den Videos, ich habe die Videos gemacht und das nicht einmal so richtig erwähnt, so, also das war mir schon klar, das ist jetzt mehr oder weniger, dass der Channel jetzt so meine Aufgabe alleine ist, also nehmt mich jetzt nicht so als kalt wahr oder dass ich mit Patrick Beef habe oder so, aber es ist einfach so, dass ich das schon die ganze Zeit wusste und deswegen rede ich auch über so eine Sachen wie einen zweiten Patrick so mehr oder weniger in so einem lustigen Ding, also nicht falsch verstehen, ne, also ich bin natürlich traurig, dass Patrick keinen Bock mehr hat, aber ich kenne Patrick, sag ich mal, privat, ne, also, nee, also ich kenne ihn jetzt nicht nur von den Videos, so wie ihr zum Beispiel und weiß, dass es für sein Privatleben wesentlich besser ist, dass er sich die Zeit so nimmt und bin ich auch froh, dass wir das jetzt mal so öffentlich geklärt haben. Ansonsten wünsche ich euch, ja, keine Ahnung, ein schönes Wochenende und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis dann, haut rein und ciao.